Hallo ihr Lieben, willkommen zurück und ein neuer Tag beginnt. Und wir schauen mal, was der uns so bringt. Romario, okay. Du da rein. Und Candy da rein. Ich würde aber gerne jemanden kaufen. Mal schauen, was der kann hier alles. Der kann ja eigentlich schon viel Ohrenspiegelung abhorchen. Ohrenabstrich und die Blutuntersuchung kann der alles machen. Also der könnte uns ja so, ne, brauchen wir nur klicken. Ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Ist vielleicht ein bisschen lahm, aber so kann man mal ganz schnell einfach mal, ja, die Tiere behandeln. Ein bisschen Geld machen. Einfach mal ein bisschen schneller vorankommen. Mal schauen, ob das was wird. So, Katze. Erstmal gucken, ob das überhaupt irgendwas bringt. Weil wenn uns das letztendlich überhaupt nichts bringt, dann machen wir das lieber selber alles. Ja, mal gucken. Na, 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 na. Leute, kommt. Ich habe hier Angestellten, der will arbeiten. Das geht natürlich nicht, wenn keiner kommt. So. Aisha. Und Norman muss ich setzen. Und Bango. Bango kann gleich ins Zimmer durchhuschen. So. Und dann kann Norman da rein. Sunny muss sich setzen. Oder Sunny. Wally setzt sich bitte auch. Ja. So, eigentlich müssen wir nur die Tür im Auge behalten. So. Sunny da rein. Und Quonja. Quonja ist ja ein cooler Name. Okay. Und Roxa, setzt sich bitte. Oh, was ist denn da los? Mein Helfer kann nicht? Es wird wieder Zeit, Sunny gegen die Kaninchenpest zu impfen. Okay, also impfen tun wir dann noch selber. Das kann der Helfer wohl nicht übernehmen. Okay. Naja, wenigstens etwas, was man auch selber macht dann, ne? Oh, falsches Tier. Tut mir leid, Wally. Muss schon einen Augenblick warten. Miro, da rein. Oh, da müssen wir wieder. Ich komme zur jährlichen Impfung gegen die China-Seuche. Sehr schön. Dann machen wir das doch. So, und Luke muss sich setzen, denn jetzt muss erstmal Wally ins Zimmer. Der ist schon einmal übergangen worden. Hades setzt sich bitte auch. So, einmal. Und hier kann auch unser Helfer einspringen. Das ist schön, dann kann nämlich Luke da rein. Und Hades kann gleich ins Vogelzimmer nach hinten. Pets, bitte setzen. Wir haben heute Kaninchen-Vogeltag irgendwie, ne? Luke kratzt sich da und ich glaube, er hat Flöhe. Na, dann bekommt er ein Flohmittel. So, wen haben wir denn da? Pets, ab ins Kaninchenzimmer ohne Katze. Balu. Hades kratzt mit den langen Krallen alle meine Möbel kaputt. Dann kürzen wir doch die Krallen. Und den noch. So, erledigt. Biskuit. Okay, da rein. Schon wieder Feierabend, das kann doch nicht sein. Das ging jetzt echt super schnell. So, der Katze gehen wir. Ich möchte Balu gegen Tollwut impfen lassen. Gut. Dann... Zack. Hallo. Achso, ist ja schon wieder Feierabend. Ach. Das geht mir mal viel zu schnell. So, okay, dann können wir den Tag beenden und starten gleich in den neuen durch. Noch haben wir ja unseren Helfer, Purzel. Purzel hieß man den Hamster von mir. Mein allererster Hamster hieß Purzel. Es war ein schwarz-weißer. Der war cool. So, hallo, wir haben geöffnet. Da gehen wir wieder rein. Ich möchte Purzel gegen Tollwut impfen lassen. Gut. So, erledigt. Hallo.
Also noch hat sich der Typ nicht ausgezahlt, ne? Lucifer, du gehst da rein. Und Odin geht da rein. Und Feodora. Und Athos. Nein, Athos muss sich setzen. Und Feodora soll dahin. Und Athos setzt sich bitte. Komisch jetzt hier gelaufen. Marcy. Oh Gott, Leute. Zu viele. Zu viele. Definitiv zu viele. Stufe 29 erreicht. Sehr schön. So. Feodora wurde von einer Zecke gebissen. So. Alles wieder gut. Feodora kann gehen. So, Hund. Vogel. Noch zwei Hunde. Okay. Katze. Hamlet. Irgendwas geht aus. Da müssen wir jetzt gleich gucken. Kann die Behandlung nicht durchführen. Ja, das ist Mist. Wir müssen unbedingt... Das ist nämlich genau das. Uns fehlen so schnell die Sachen jetzt gerade. Das geht echt ratzfatz. Wir sollten vielleicht jeden Abend Bestandskontrolle machen. Ja, mehr geht nicht. Okay. So, Gunnar. Warum nicht? Achso. Warum nicht? Ach, da kann er nur. Okay. Jetzt war ich gerade verwirrt. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Hund. Kolumbus wurde von einer Zecke gebissen. Zack. Alles gut. Dann der nächste Hund ins Zimmer. Jetzt erstmal hier Chaos entwirren. Katzenzimmer ist gerade besetzt und Vogelzimmer ist frei. Und auch bitte einmal setzen. Einmal setzen. Dankeschön. Nein, auch nicht. Wo kann er denn behandeln? Da kann er behandeln. Dann gehen wir ins Katzenzimmer. Hamlet ist schon länger müde und mag nicht fressen. Seit einigen Tagen ist noch Fieber dazugekommen. Hamlet leidet an Fieber. Aber warum... Achso, dann hinten Vogel wieder. Bambi kratzt sich dauernd. Ich glaube, sie hat Flöhe. Dann kriegt Bambi ein Flohmittel. Und dann geht's Bambi wieder besser. So, Katze. Kaninchen. Meerschweinchen und ein Hund. Hundezimmer ist auch frei. Heiler. Er bricht sich immer wieder und zittert die meiste Zeit, obwohl es nicht kalt ist. Ich weiß, das hätte jetzt eigentlich, wie heißt da? Gunnar oder so machen können? Grün. Okay. Grün ist nicht gut. Anhand des Blutbildes lässt sich bei Heiler eine Vergiftung feststellen. Ich gebe ihr ein Gegengift. So. Da vielleicht, ja. Da vielleicht nicht. Okay. Hundezimmer ist voll. Was haben wir hier? Ein Vogel? Katze? So, Hund bitte einmal setzen. Was haben wir hier? Auch eine Katze bitte einmal setzen. Und jetzt müssen wir hier mal eben schauen, was er behandeln kann. Hund. Hund ins Zimmer. Oje, jetzt wird es gerade echt viel hier. Chaotisch, leicht chaotisch. Jetzt muss ich hier erstmal ein bisschen sortieren. Setzen bitte. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zum Kaninchen. Racker hat sich leider einen Splitter geholt. Dann entfernen wir diesen Splitter. So. Jetzt geht's Racker wieder gut. Ich weiß nicht, welche Behandlung Gunnar machen kann. Wahrscheinlich die Vogelbehandlung. Ja. Haben wir noch einen Vogel hier? Ja. Also ab ins Zimmer. Dann gehen wir zum Hund. Ich möchte Emilo gegen Staupe impfen lassen. Okay. Machen wir Staupe. Zack. Hallo. So, dann, nee. Hund, Hund, Hund da rein. Habe ich nicht den Vogel ins Zimmer geschickt gehabt? Ah, war der festgehangen? Das kann natürlich sein, ne? Wir gehen ins Katzenzimmer. Ich möchte Usane gegen Tollwut impfen lassen. So, dann nächste Katze ins Zimmer. Wir können schon wieder Feierabend machen. Da kann
Gunnar nochmal helfen beim Vogel. Okay. Sinnex wurde von einer Zecke gebissen und es steckt noch etwas in der Haut. Das entfernen wir und dann geht es Sinnex wieder gut. So, Katze. Ich möchte Holly gegen Tollwut impfen lassen. So, und dann darf Rano noch in den Raum. Und dann gucken wir gleich mal nach unseren Vorräten. Ich möchte Rano gegen Tollwut impfen lassen. Okay. So, einmal müssen wir gucken, was wir kaufen können hier. Ach, den roten Teppich. Okay, den wollen wir gerade aber nicht. Wir müssen jetzt hier erstmal schauen, haben wir noch alles? 2016, das ist Flohmittel, ne? Kaufen wir einmal. Ich würde gucken, dass wir das immer über 20 halten am Abend. Ja, weil ich denke, das ist eine gute Sache. Ja. Okay, dann passt das alles. Und dann würde ich jetzt den Tag beenden. Und wir starten in den nächsten. So. Mit Garello als allerersten Patienten. Wer kommt da noch? Seda. Und Galahad. Oder Galahad. Und Oma. Aber der muss warten. Ja. Wir haben hier noch Gunnar, der helfen kann. Sehr schön. Vicky da rein. Wir gehen ins Kaninchenzimmer. Ich komme zur jährlichen Impfung gegen China-Seuche. Gut. Erledigt. Hundezimmer ist besetzt. Meerschweinchen kann er behandeln. Elliot geht da rein. Wir gehen ins Hundezimmer. Oma erbricht sich immer wieder und zittert die meiste Zeit, obwohl es nicht kalt ist. So. Schauen wir mal. Oh, das sind diese grünen Dinger. Das ist eine Vergiftung, ne? Blutgiftbildende Bakterien. Genau. Anhand des Blutbildes lässt sich bei Oma eine Vergiftung feststellen. Ich gebe ihm ein Gegengift. Stufe 30. Juhu. Pricktest und sowas. Uns ist soeben Gunnar abgelaufen. So, Kaninchen da rein. Hundezimmer ist besetzt. Bitte einmal setzen und wir müssen erstmal kurz einkaufen. So, Pricktest kaufen wir zwar zweimal. Dann haben wir, glaube ich, da auch 20. Hier auch zweimal. Das sind wir auf 20. Was haben wir noch? Nix, ne? Nee, wir können uns auch Gunnar im Moment gar nicht leisten, aber wir können Marianne einstellen. Das machen wir jetzt. Damit zumindest so ein bisschen was einfach übernommen werden kann. Ich möchte Elliot gegen Tollwut impfen lassen. Das machen wir. Ich finde, mit den Helfern geht das doch viel, viel schneller alles. Bitte einmal setzen. Und wir gehen ins Hundezimmer. Jenny kratzt mit den langen Krallen alle Möbel kaputt. Gut. So, alles wieder gut. Hund, Hundezimmer. Wir gehen ins Kaninchenzimmer. Der Kot von Action riecht sehr unangenehm und hat eine fast wässrige Konsistenz. Das sind so rote Stippen zwischen.
Das hier, Durchfall. Okay. Action hat einen schweren Durchfall. Er muss viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Dann kann Sesta ins Zimmer. Wen haben wir hier? Lauri kann auch gleich ins Zimmer. Und Mindy, setz dich bitte. Marianne kann so gar nichts machen. Ich möchte Fiedel gegen Staupe impfen lassen. Okay. Bis jetzt hat Marianne noch nicht einen Patienten übernehmen können. So, Blondie. Kaninchenzimmer. Ich komme zur jährlichen Impfung gegen China-Seuche. Wir wollten nur Impfungen. So. Wir gehen ins Kaninchenzimmer. Nein, Meerschweinchenzimmer. Lauri kratzt mit den langen Krallen alle meine Möbel kaputt. So. Alles gut. Dann kam Mindy ins Zimmer und Cindy setzt sich. Und die Katze. Ach, ja, falsches Zimmer, klar. Aber wo kam Marianne denn? Da, okay. Katze setzen. So. Blondie ist schon länger müde und mag nicht fressen. Seit einigen Tagen ist auch noch Fieber dazu gekommen. Blondie leidet an Fieber, daher solltest du sie warm halten und schonen. Katze, bitte da rein. Und da kann Marianne mal wieder helfen und dann Gabi in das Zimmer. Und Elvis kann gleich durch ins Hundezimmer. Tuna. Und Maki dahin. Jetzt weiß ich nicht, wo sie helfen kann. Da, okay. Das heißt, wir gehen ins Katzenzimmer. Kandra wurde von einer Zecke gebissen und steckt noch etwas in der Haut. Ne. So, erledigt. Zecke entfernt. Katzenzimmer ist wieder frei. Was haben wir hier? Maki kann da rein. Nein, dann macht sie eben das. Einmal setzen, bitte. Nochmal setzen. Thor kann da rein. Nein, dann da. Okay. Da rein. Oh Gott, das ist jetzt gerade Chaos. Okay. So, jetzt muss ich hier mal eben ins Hundezimmer. Elvis ist schon länger müde und mag nicht fressen. Seit einigen Tagen ist noch Fieber dazu gekommen. So, okay. Dann würde ich sagen... das noch? Und Färbemittel? Ich habe jetzt eigentlich gerade was ganz anderes erwartet. Das hatten wir auch noch nicht so, oder? Hatten wir das schon? Ich weiß nicht. Da, Virenerkrankung. Im Blutbild zeigen sich viele Antikörper. Das heißt, Elvis leidet an einer Virusinfektion. Er bekommt Medikamente. Okay. Hatten wir tatsächlich so noch nicht. Hund, Hundezimmer. Katze, Katze, Katzenzimmer. Und da kann Marianne helfen. Das ist noch Katze. Wir gehen ins Vogelzimmer. Thor bricht sich immer wieder und zittert die meiste Zeit, obwohl es nicht kalt ist. So. Oh, grün. Ja. Blutgiftbildende Bakterien. Anhand des Blutbildes lässt sich bei Thor eine Vergiftung feststellen. Ich gebe ihm ein Gegengift. So, jetzt kann Marianne noch mal helfen. Nur nicht beim Hund, nein, aber bei der Katze. Dann können wir hier Iggy ins Katzenzimmer setzen. Und wir gehen ins Hundezimmer. Janosch wirkt müde und appetitlos, so ist er sonst nie. Da sind so rosane Dinger. Die sehen ja auch nicht toll aus. Okay. Das ist doch Lebererkrankung. Anhand des Blutbildes kann ich erkennen, dass Janosch an einer Lebererkrankung leidet. Er sollte ein anderes Futter bekommen und immer ausreichend trinken.
So, letzter Patient. Seit Iggy Tabletten aufgrund der Diabetes bekommt, hat er einen roten Ausschlag auf der Haut. Ein Ausschlag? Oh, das hatten wir ja auch noch so gar nicht, ne? Ich muss sagen, ich bin begeistert. Okay. So. Ach, ein Pricktest ist das. Ah, wie cool. Okay. Ah, entschuldige. Pricktests sind übel. Arzneimittel, okay. Der Test zeigt, dass Iggy allergisch auf Arzneimittel reagiert. Daher müssen wir vorsichtig mit verschiedenen Medikamenten sein. Okay, so, dann würde ich jetzt den Tag und auch den Part beenden und wir sehen uns dann im nächsten. Also bis denn. Ciao, ciao.